Wir gehen erstmal das Thema Steuern an. Herr Oppermann, ja. Ihr Spitzenkandidat Per Steinbrück sagt ja, wir wollen einige Steuern für einige wenige erhöhen. Und zwar auf 49%. Ich stelle mir die Frage, warum gerade 49%? Warum nicht 50? Ist eine glatte Zahl, lässt sich besser rechnen? Oder haben Sie dann Angst, dass die Leute sagen, 50? Das war die Hälfte. Hat jeder aber nicht. Also viele Politiker. Warum überhaupt und warum denn dann 49 und nicht gleich 51 zum Beispiel? Das sind ja nicht wenig Politiker, die allen alles versprechen und dann auch noch sagen, das kostet nichts. Das ist aber irgendwie eine Wählertäuschung mit Ansage. Das machen wir nicht und deshalb haben wir gesagt, in den beiden Bereichen, wo wir wirklich Geld ausgeben wollen, zusätzliches Geld, nämlich für den Bereich Bildung und für den Bereich Infrastruktur, schnelles Internet für alle, Netze ausbauen und so weiter, um den riesigen Investitionsstau in Deutschland abzuarbeiten. In diesen Bereichen wollen wir investieren, zusätzliches Geld, aber das wollen wir eben nicht mit neuen Schulden machen, so wie diese Regierung es in dieser Wahlperiode trotz Rekordsteuereinnahmen gemacht hat. Das ginge auch nur zulasten künftiger Generationen und deshalb sagen wir, ja, die Spitzensteuer muss angehoben werden, maßvoll auf 49% für Einkommen ab 100.000 Euro für Alleinstehende, 200.000 Euro für Paare, die gehören zu den wohlhabendsten Leuten, die so viel verdienen. Und die werden auch nach 49% Spitzensteuersatz noch die reichsten Menschen in diesem Lande sein. Wofür? Dafür, dass wir in Bildung investieren können, dafür, dass wir den Kommunen helfen, dass wir nicht mehr ewig diskutieren müssen, gibt es die Schule anständig. Ich weiß nicht, wer schon mal auf dem Schulklo gewesen ist. Die Leute sind hier alle etwas älter. Da weiß man auch, warum da was notwendig ist mitunter. Die Frage, wie sieht es aus mit den Theatern, mit der Stadtteilbibliothek, mit den Straßen, mit den Brücken etc. Und wir sagen vorher ehrlich, woher nehmen wir das? Wenn ich daran erinnern darf, weil Herr Oppermann 49% vorgeschlagen hat, als wir eine Regierung hatten von CDU und FDP und CSU unter Herrn Kohl, hatten wir einen Spitzensteuersatz von 53%. Ja. Und den schlagen wir vor. Und die SPD und die Grünen haben den Spitzensteuersatz von 53% auf 42% gesenkt. Das ist die Tatsache. Und das war, glaube ich, falsch. Wer soziale Gerechtigkeit will, muss auch Steuergerechtigkeit herstellen. Anders geht es nicht. Wir machen 53%, aber bis 80.000 Euro ist man bei uns entlastet. Wissen Sie, was wir loswerden wollen? Den Mittelstandsbauch. Herr Brüder, die FDP sind ja offensichtlich die Einzigen, die die Steuern abbauen wollen. Und ansonsten lassen Sie alles so, wie es ist. Eigentlich ein schwaches Programm für eine Oppositionspartei, oder? Hier ist es ja eine Märchenstunde, die wir hier erfahren. Es ist ja hier eine Märchenstunde. Dass man mit den Toiletten auf den Schulen jetzt 42 Milliarden Steuererhöhungen, wie die Grünen begründet, sind 16 Steuererhöhungen. Man kann ja auch nicht sagen, wenn man die Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Krankenversicherung hört, dass man da Milliardäre trifft. Ist ja nicht wahr. Man geht ja genau in die Mitte hinein. Aber ich sag mal, warum ich Steuererhöhungen für falsch finde. Wenn man da ein paar Multimillionäre treffen würde, ja, da würde ich ja sagen, gut, wenn ihr das so zielgerichtet könnt, dann macht es. Aber so wie das angelegt ist, trifft es viele, viele Familienunternehmen. Deren Geld steckt im Unternehmen. Das sind die Mitarbeiter, die investieren. Also wir haben in dieser Periode 13 Milliarden zusätzlich in Forschung investiert, ohne dass wir sozusagen die Schulden so viel aufgebaut haben, wie unter Steinbrück geplant war. Die hat nämlich 260 Milliarden Schulden geplant, wie er das Amt übergeben hat. Wir waren bei 100, immer noch zu viel, da sind wir uns einig. Aber wir haben investiert in die Zukunft. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Sie und die Grünen haben im Wahlprogramm auch drin, Ehegattensplitting abschaffen. Ja. Das heißt für Millionen Familien, die 50.000, 60.000 Euro haben, dass demnächst zwei Mann und Frau so behandelt wären, als wären sie ledig. Sie treffen die Rentner falsch. Damit. Alles das ist falsch. Ein großer Anschlag auf den Mittelstand. Falsch. Doch, es ist so. Beim Ehegattensplitting ist es relativ schlicht. Wir sind der Auffassung, das Geld müssen die Kinder kriegen und es muss nicht darum gehen, was für eine Art von Verbindung die Eltern eingegangen sind. Und deswegen will ich klar und deutlich sagen, es geht genau nicht darum, dass die Familien am Ende weniger haben. Die kriegen nämlich in unserem Modell erstens kein Ehegattensplitting abgeschafft, sondern es wird abgeschmolzen. Dafür kriegen die Kinder haben, mehr. Da sind Sie ganz groß überall plakatiert. Soli abschaffen. Das haben wir alle versprochen. Helmut Kohl, Theo Weigel, Hans-Dietrich Genscher,
dass er nur so lange erhoben wird, wie wir diese Anstrengung machen müssen. Ja, aber wenn man die Kanzlerin fragt, da ist sie damit ihm nicht d'accord. Nee, aber er macht ja nichts. Es war auch nicht für die Praxisgebühr abzuschaffen. Aussetzung der Wehrpflicht haben wir alles durchgesetzt. Das war ja unser Ergebnis. Spannend finde, Herr Brüderle, ist ja, dass das Ministerium von Herrn Rösler, das ist das, wo Sie früher auch mal Minister waren, die haben ja mal ausgerechnet, was es bedeutet, wenn die Wahlversprechen, die Sie und die Union gemacht haben, umgesetzt werden. Und dann haben die gesagt, ja, also das bedeutet eine Verdoppelung der Neuverschuldung. Das war Ihr Ministerium, das war nicht wir, das war nicht irgendwelche Leute, die Ihnen was Schlechtes wollten. Das war Ihr Ministerium, die das festgestellt haben. Und ich sage Ihnen, mit diesen Dumpinglöhnen wird kein fairer Wettbewerb gemacht. Das ist ein ruinöser Wettbewerb gegen Arbeitnehmer. Und wenn Sie sagen, dass der Staat sich aus sowas raushalten soll, dann haben Sie von sozialer Marktwirtschaft keine Ahnung.